Wenn ich Muskelmasse aufbaue und mal so richtig Muskelmasse drauf habe, also ein Kilo, zwei mehr Muskelmasse, dann kann ich endlich auch mal so viel essen, wie ich will. Einfach mal ein paar Pizzen reinknallen, Burger, Süßigkeiten, dann läuft das. Deswegen werde ich jetzt Muskelmasse aufbauen. Freunde, ja, das hört man immer wieder, dieses Thema. Jetzt wird Muskelmasse aufgebaut, damit ich danach mehr essen kann. Denn wenn ich mehr Muskelmasse habe, ist ja klar, dann verbraucht der Körper natürlich auch mehr Energie. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, bekannt auch als Mr. Die Freunde. Ist da wirklich was dran? Ja, es ist was dran. Tatsächlich ist es so, dass wenn man regelmäßig Kraft- und Ausdauersport betreibt, kann man die vorhandene Muskelmasse aktivieren. Kann man die vorhandene Muskelmasse aktivieren. Das heißt, diese Muskelmasse wird aktiviert, wird benutzt und dadurch verbraucht der Körper in der Ruhe, also wenn man nichts tut, und natürlich auch dann, wenn man ihn belastet, etwas mehr wie davor. Wenn man dazu dann noch die Muskelmasse vergrößert, ist es tatsächlich so, dass wir natürlich mehr Kalorien verbrauchen können. Nur ist es dann wirklich so, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt natürlich in der Woche dreimal trainiere, ein bisschen Muskelmasse aufbaue, dann kann ich aber schon mal eine Pizza extra reinballern. So einfach ist das nicht. Warum? Denn wenn die Muskelmasse aktiviert wird, wenn tatsächlich ein Kilo bis zwei Kilo mehr Muskelmasse draufkommt, dann ist es nicht so, dass ich dann automatisch 500 Kalorien am Tag mehr essen kann. Dann liegt es vielleicht im Durchschnitt, je nach Körpertyp, liegt es vielleicht bei 150, 200 Kalorien. 250 Kalorien. So, wenn wir jetzt mal 250 Kalorien am Tag mehr rechnen, was ist das? Das ist ein belegtes Brot mehr, denn eine Pizza, je nachdem wie groß die ist, wie viel Käse da drauf ist, wie dick die ist, hat die bis zu 1200 Kalorien. Also diese Rechnung geht so definitiv nicht auf. Deswegen bitte, wenn man jetzt Krafttraining betreibt, dreimal die Woche, was ja im Durchschnitt empfehlenswert wäre, was aber nicht gemacht wird, aber gehen wir einfach mal davon aus, dann trainiert man ein halbes Jahr, Stoffwechsel ist optimiert, der Körper verbrennt einfach mehr durch die Optimierung des Stoffwechsels. Wir haben etwas mehr Muskelmasse, vielleicht in einem halben Jahr, 2 Kilo, 1,5 Kilo, wenn es ein Anfänger war. Ja, dann habe ich keinen Freifahrtschein zu sagen, jetzt kann ich essen, was ich will. Natürlich gibt es krasse Beispiele, die das können, aber die trainieren dann in der Woche 7x2, 7x3 Stunden, ein Triathlet, der zum Beispiel jeden Tag, bedingt durch die Sportart, die er macht, natürlich viel Kalorien verbraucht, ja, der kann das machen. Oder wenn du dich jetzt meinst, ich mache jetzt Triathlon, ich fahre Fahrrad, ich schwimme, ich laufe, dazu musst du natürlich etliche Trainingseinheiten pro Woche absolvieren. Natürlich geht da mehr durch den Ofen durch und natürlich könnte da hier und da noch eine Pizza reinpassen, das wäre so jemand kein Problem. Aber das ist doch der kleinste Anteil der Bevölkerung, der so viel Zeit hat, so viel Sport zu machen. Wir müssen ja immer bei einer Aussage hauptsächlich von der großen Masse ausgehen. Denn die Aussagen, die teilweise getroffen werden, die werden dann von Spezialisten getroffen, die zum Beispiel vorher nichts gemacht haben, sich dann entschieden haben, Marathon zu laufen, sich dann entschieden haben, Triathlon zu absolvieren. Oder die sagen so, meine Frau hat mich verlassen, jetzt gehe ich 5-mal in der Woche 2 Stunden Kraftsport, gehe noch 2-mal laufen. Natürlich kann man dann wesentlich mehr essen, weil man den Bedarf dazu hat. Aber das zu verallgemeinern macht definitiv überhaupt gar keinen Sinn. Und genau das ist das große Risiko, dass es oftmals für jemanden, der mit der Thematik jetzt nicht behaftet ist, irgendwo eine Aussage hört von einem Triathleten, von einem Marathonläufer, von jemandem, der auf einer Baustelle arbeitet, von jemandem, der im Wald arbeitet, von jemandem, der am Straßenbau arbeitet. Ja, ihr mit eurem dummen Geschwätz da, mit eurem Low Carb, Schwachsinn, ich kann Pizza essen, wie ich will, ich kann Bier trinken, ich bin immer schlank. Ja, warum? Weil es bei ihm ganz anders ist als bei dir. Was sind denn die meisten Menschen? Die meisten Menschen, zwischenzeitlich in Deutschland, sind beruflich sitzend arbeitend. Das heißt, sie sitzen 8, 9, 10 Stunden am Tag auf dem Hintern, machen, wenn überhaupt, Sport 1-2 Mal in der Woche, ja, und essen aber so oder führen sich so viele Energielieferanten zu, als ob sie tagtäglich hart arbeiten würden, körperlich hart arbeiten.
Und das tun nachweislich die wenigsten. Und deswegen kann man auch rausschauen und sieht, wie sukzessive die Bevölkerung immer mehr Probleme bekommt mit Übergewicht. Ja, wir sind deutschlandweit schon weltweit die Nummer 2 oder 3 im Übergewicht. Ja, warum? Weil wir nämlich einen wahren Luxus haben. Wir haben ein Auto, wir haben Kleider, wir haben Aufzüge. Alles, was wir tun, ist energetisch sparsam, ist energiesparend. Wir haben zwischenzeitlich schon Fahrräder mit Elektromotor, wo man auch nicht mehr viel Energie verbraucht. Wenn wir in einem Haus sind, dann können wir in den zweiten Stock mit dem Aufzug fahren. Im Kaufhaus können wir Rolltreppe fahren. Wenn wir im Geschäft sind, fahren wir vor, am besten, es würde noch ein Drive-In-Büro geben, wo man direkt reinfährt und der Sitz einem rüberschleudert auf den nächsten Sitz und einen festnagelt. Und somit sind alle Tätigkeiten, die wir zwischenzeitlich ausführen, hauptsächlich energetisch sehr sparsam. Nur der kleinste Anteil der Bevölkerung hat überhaupt noch energetisch aufwendige Berufe. Und das führt natürlich dazu, dass immer mehr Menschen an Übergewicht leiden und natürlich auch an den Krankheitsbildern, die mit Übergewicht in Verbindung stehen. Und dann zu sagen, hey, jetzt fange ich mal ein bisschen an, Sport zu machen und mache ein bisschen Muskelmasse drauf, was eh nicht einfach ist, weil die meisten dazu auch nicht die richtigen Trainingsbahnen haben, nicht die richtige Trainingsintensität. Und dann zu sagen, ja, jetzt habe ich aber einen Freifahrtschein. Jetzt kann ich aber hier ordentlich Bier trinken und kann natürlich ordentlich Pizza essen, kann Fleischkäse essen, schön Sauerbraten mit schönen Spätzle. Nein, das ist nicht so. Das ist definitiv nicht so. Und das ist wichtig, dass man das weiß, dass es keinen Freifahrtschein gibt durch Krafttraining, um natürlich Unmengen an Sachen zu sich zu führen. Das geht nicht. Und wie gesagt, auch immer, wenn ihr draußen Informationen bekommt, dann ist es wichtig, dass ihr diese Informationen filtriert. Dass ihr wisst, von wem sind diese Informationen und für wen sind die gedacht. Denn jeder, der draußen was berichtet, der irgendwas zu sagen hat, spricht in der Regel von seinen Erfahrungen. Es sind auch ganz viele Trainer da draußen, auch Personal Trainer, die wenden das an, was bei ihnen am besten funktioniert hat. Ja, aber das ist nicht immer die richtige Verfahrensweise. Ich habe Personal Trainer, die haben ihren Kunden, weil sie selber viel Reis essen und viel Fleisch, das gleiche empfohlen zur Gewichtsreduktion, hatten aber einen ganz anderen Stoffwechsel und dann haben die ein halbes Jahr lang trainiert, haben kein Gramm abgenommen, im Gegenteil, die haben sogar noch zugenommen, haben zwar gedacht, es ist Muskelmasse, aber dabei war es Fettmasse. Deswegen, alle Informationen, die man bekommt, sind wichtig, dass man sie filtriert, dass man weiß, für wen sind diese Informationen eine gedacht, sind die für mich, sind die für ihn. Und da ist es wichtig, dass man entweder selbst das Wissen sich aneignet, zu wissen, ob die Information für mich ist, oder am einfachsten, man beauftragt auch mal jemanden damit, zu sagen, pass mal auf, was brauche ich zu essen? Welches Training wäre eigentlich für mich am besten? Was soll ich denn berücksichtigen? Und so mache ich es natürlich in meinem Coaching, dass meine Coaches entweder online oder auch 1:1 hier natürlich genau diese Information erhalten, sodass sie irgendeinmal selbstständig, eigenständig ihr Essverhalten gestalten können, genauso ihr Bewegungsverhalten. Das ist meine Arbeit. Denn ich kann keine Coaches ein ganzes Leben lang, kann ich schon, möchte ich aber nicht, sondern ich möchte immer Coaches, die da was lernen, die wissen, was sie zu tun haben, wie sie zu reagieren haben in Form von Training, in Form von Bewegung, in Form von was für eine Sportart, welche Intensität, welche Wiederholungszahl brauche ich, welche Maßnahme, was muss ich essen, welche Art, welche Menge. Dass das, was sie beigebracht bekommen, und dann werden die rausgelassen in die freie Natur, in der Hoffnung, dass sie das dauerhaft praktizieren und dass sie draußen natürlich auch ein Multiplikator sind dieses Lifestyles. Gesunder Fitness-Lifestyle. Genau das ist die Arbeit, Freunde. Und das wollte ich heute mal mitgeben, dass ihr euch darüber Gedanken macht und einfach denkt, naja, wenn da so eine Aussage irgendwo steht, dann trifft es auch automatisch auf dich zu. So ist es nicht. So, jetzt wünsche ich euch bei allem, was ihr tut, ganz viel Spaß. Und wenn ihr sagt, ja, ich brauche einen Coach, der könnte mir helfen, den Einstieg zu finden, dann seid ihr bei mir genau an der richtigen Stelle. Macht's gut, bis bald. Ciao, bye bye.